Wer die Sophie im Rosenkavalier von Richard Strauss je von ihr gesungen hörte, der weiß, dass wir es mit einer der bedeutendsten Sängerinnen unserer Zeit zu tun haben, wenn wir von Anneliese Rothenberger sprechen. Als ihr nach dem Kriege der Sprung von Koblenz an die Hamburgische Staatsoper gelang, als sie später dann über Düsseldorf nach Wien, nach München und zu den Salzburger Festspielen kam, an der Met in New York, in Tokio und in Moskau, in Buenos Aires und in Zürich sang, vollzog sich eine der strahlendsten Karrieren überhaupt. Auf der Bühne, im Konzertsaal, sowie bei den Medien, Funk, Fernsehen und Schallplatte. Anneliese Rothenberger lebt bei Schloss Saalenstein in ihrem Haus auf der schweizerischen Seite des Bodensees. Hier kann man sie kennenlernen, wie sie wirklich ist. Ein herzhaft natürliches Wesen, kein Star. Nicht nur eine Dame mit Charme, sondern auch eine liebenswerte Frau mit Humor, schön und intelligent. Vor allem ein ganz normaler, netter Mensch, der freilich auch böse werden kann, dann nämlich, wenn ihm Unrecht widerfährt. Sie gestaltet künstlerisch ernsthaft und ist dennoch populär. Sie ist zuverlässig, eine perfekt professionelle Sängerin. Sie ist ungewöhnlich fleißig und widmet sich jeder Aufgabe mit unerbittlicher Intensität und Konzentration. Das Malen ist ihre Lieblingsbeschäftigung. Hier kann sie, die sonst nur interpretiert, schöpferisch tätig sein. Eine Art Fachwechsel, wenn man so will. Und, wie er sich bei der Opernsängerin Rothenberger nicht ergeben hat, weil sie zum Beispiel nicht eine Marschallin oder eine Arabella in einer Neueinstudierung angeboten bekam, wie es ihr Wunsch war. Dafür hat sie mit modernen Rollen gefesselt, mit der Lulu von Alban Berg oder der N aus The Rake's Progress von Stravinsky an der Met in Hamburg in Wien. Heinrich Sutermeister komponierte ihr seine Madame Bovary in die Kehle. Anneliese Rothenberger hat sich nie spezialisiert und damit eingeengt. Sie hat mit ihren breit gefächerten künstlerischen Möglichkeiten viele Menschen neu oder wieder der Oper und dem Lied gewonnen. Das bringt ihr täglich neue Autogrammwünsche in das Haus, die ihr Ehemann und Manager, der Journalist Gerd Dieberitz, ihr nicht abnehmen kann. Er, der ihre Karriere entscheidend mit aufbauen half. Ach, das ist die Sophie. Das war von der Metropolitan. Mein Gott, hast du die noch so in Erinnerung? Ja, das war ein tolles Kostüm. Das war doch von dieser Russin, nicht? Ja, ich weiß nicht mehr genau. Ja, und dann, wenn ich mir das natürlich vorstelle, daneben dann ja, diese Schule der Frau. Und das war ja Liebermann, das zweite Liebermann-Stück. Ja. Und das war ein wunderbares Kostüm. Die, und auch die Frisur. Pamina in München, in Festwochen. Du und hier, der Fritze, wunderlich, guck mal, Jesus, die Strähle inszenieren. Ja, das war in Salzburg. Das war Salzburg. Und da haben wir dann hier gastiert, das sind die Bilder mit dem Strähler, weißt du? Ja, das während ist, der Probe. Maggio Musicale, ja, in Florenz. Florenz. Ah, ja. Und dann haben wir noch eine Münchner, das ist die pompöse Münchner. Ja, die war schick. Das war eine Hartmann-Inszenierung. Ungeheurer Aufbau, ja, das ist da ja, mit dem. Das war die. Ja. Und du sag mal, das war doch, glaube ich, in Zürich. Weil es in Zürich die Bovary, natürlich. Die Madame Bovary, ja, das der Sutermeister für dich geschrieben hat. Ja. Und was ist das hier? Das ist, glaube ich, das Cosi. Ist Fiorilici, Cosi fan tutte Salzburg. Ja, du, dann sind wir. Irgendwas habe ich versprochen, dem Herrn Professor Hartmann mitzubringen. Und ich wühle. Du, vielleicht von den russischen Bildern? Nee. In allen Rollen geht es Anneliese Rothenberger um den Sinn des gesungenen Wortes, nicht um Schönklang als Selbstzweck. Das zeichnet sie aus, das prägt sie, das macht ihr Singen hochkarätig. Besonders beim Lied, das ihr wichtiger als alles andere ist. Hier vereint sie Können und Musikalität, Stimmklang und emotionelles Engagement zum Erlebnis für den Hörer, Lachen und Weinen, wie ein Lied von Franz Schubert heißt, am Flügel Günther Weißenborn. Weinen und lachen zu jeglicher Stunde, und mein
Lied spielt eine Sonderrolle. Es steht auf einem Podest. Das ist das Schwerste, was es überhaupt gibt. Sie haben ja das Lied eigentlich immer dabei gehabt. Ist es für einen Opernsänger notwendig im Sinne eines Ausgleichs, dass er auch Lied singt? Ich finde schon. Also ich meine, die Oper kann dadurch nur gewinnen. Ob das Lied durch die Oper gewinnt, das weiß ich nicht. Das muss man schon sehr trennen. Und das ist einfach das Allerschwerste, weil man steht selbst auf der Bühne. Man muss jedes kleine Gedicht gestalten. Es ist eine abgeschlossene Geschichte. Es hilft nichts, keine Kulisse, kein Kostüm. Und man muss darstellen, ohne sich bewegen zu können. Genau, genau. Dieses ganz introvertierte Gestalten. Nichts, keine Hilfen und auf der Bühne, was lenkt alles ab, was hilft an Äußerlichkeiten. Und das fällt eben im Liederabend weg. Und das ist aber dann letzten Endes das Beglückendste, wenn man es schafft. Populär geworden wie kaum je eine Opernsängerin. Wie kam das? Wie geschah es? War das Fernsehen daran hauptsächlich beteiligt? Das möchte ich eigentlich nicht unbedingt unterstreichen, weil ich glaube, dass ich ja zum Fernsehen wahrscheinlich erst gar nicht gekommen und gar nicht engagiert worden wäre, wenn ich mir durch die Oper und Festspiele und Metropolitan und so weiter nicht einen Namen gemacht hätte. Gab es denn irgendwelche Vorbilder für diese Art, populär zu singen für Sie? Absolut, die gab es ja eigentlich immer schon. Ich meine, ein großes Vorbild von mir war die Maria Cebutari, die eigentlich schuld daran ist, dass ich Sängerin bin, weil ich die sehr verehrt und bewundert habe. Und sie war Opernsängerin, hat aber auch Filme gedreht. Natürlich hat man damals Opernfilme gedreht. Das ist was anderes als heute Fernsehen, wo man also viele Farben zeigen muss. Aber immerhin Tauber und Walter Ludwig, ich glaube auch Peter Anders, alle haben gefilmt. Es ist jetzt noch die Frage, kann man das eigentlich lernen? Denn ich kann mir vorstellen, dass gerade junge Menschen, die durch Sie angeregt werden und die Sie ja auch fördern und denen Sie helfen mit Ihren Sendungen, das vielleicht ganz konkret lernen möchten. Ja, leider gibt es dafür noch gar keine Akademien. Also ich glaube, auf den Hochschulen wird das nicht gelehrt. Ich finde, das ist eine echte Lücke. In Hamburg hat man es vor, ja. Ich glaube aber, dass die Leute, die sich durchsetzen mit dieser Begabung, gar keine Akademie brauchen. Denn das bricht einfach durch. Aber würden Sie was lehren wollen? Auf so einer Akademie oder privat? Wenn alle Voraussetzungen dazu gegeben sind, ja. Ich meine, wenn alle Nebenfächer auch garantiert werden. Es ist ja nicht nur das, was ich lehren könnte. Aber Sie geben noch keinen Unterricht? Ich gebe noch keinen Unterricht. Nein, dafür bin ich noch selber zu viel im Beruf eingespannt. Und man muss sich ja dann ganz auf diese Kinder einstellen. Ich habe jetzt eben nur diese Sendung, wo ich junge Talente präsentiere. Aber die sind ja fertig. Die haben studiert und sind schon in Engagements. Könnte man denn diesen jungen Menschen, denen Sie so mit einer Startchance helfen, weiter helfen, indem man sagt, eigentlich müsste jetzt eine Stiftung beispielsweise, wie es für andere Bereiche gilt, kommen? Ja, das gibt es doch für alles Mögliche, aber nicht für diese jungen Menschen, die unter Umständen also sich selbst das auch nicht leisten können, dass man das fördert. Es gibt es in Amerika natürlich, aber bei uns nicht. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Man schickt jetzt schon welche hinüber in die Staaten und warum lässt man sich nicht was einfallen für hier? Ein paar Kollegen sollten sich da auch von mir zusammentun unter Umständen und das mal anregen. Sie sagten, eine Akademie wäre nicht unbedingt immer nötig. Waren Sie auf einer Hochschule? Nein.
Nein, ich habe eine Aufnahmeprüfung machen müssen als junger Mensch und bin glatt durchgerasselt. Ich habe absolut versagt. Das hat gar nichts mit der Stimme zu tun gehabt. Es waren musikalische Gründe und dadurch hat es nicht geklappt. Da hieß es dann eben, die nächste bitte. Und dann hat sich das ganz zufällig ergeben, dass ich eine Richard-Strauss-Sängerin des Mannheimer Nationaltheaters kennengelernt habe durch eine Verwandte und die hat diese Geschichte gehört und mich vorsingen lassen und hat mich dann unter ihre Fittiche genommen. Die war aber der Hochschule angeschlossen, aber ich habe daraufhin also die Hochschule nie wieder betreten, sondern habe in der Privatwohnung dieser Erika Müller studiert. War das Singenwollen eigentlich Ihr eigener Wunsch von Anfang an? Wir haben immer zu Hause gesungen. Es wurde musiziert. Meine Mutter hatte eine sehr hübsche Stimme und ihre Schwester eine wirklich wunderschöne Stimme. Und ich habe immer natürlich das, was ich in der Schule gelernt habe, auch zu Hause gesungen. Und mein Musiklehrer war sehr angetan von diesem kleinen Silberstimmchen, wie er immer sagte, und hat mich Soli singen lassen bei Schlussfeiern in der Schule. Und morgens, bevor der Musikunterricht begann, musste ich erst ein Lied vorsingen. Also ich habe mich schon ganz an Publikum gewöhnt eigentlich als Schülerin. Und es war mir ganz selbstverständlich zu singen, aber ich wollte gar nicht Sängerin werden, ich wollte Malerin werden. Nur es gab Menschen um mich herum, die einfach darauf bestanden haben, dass ich Sängerin werde. Und immer zu Ämtern gingen und versucht haben, für mich Freistellen zu kriegen und so hat sich das dann ergeben. Würden Sie heute vor einer solchen Frage noch einmal stehend sagen, ich will wieder Sängerin werden? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Wenn ich daran denke, wie schwierig das alles aufzubauen ist und wie wenig Hilfen es eigentlich heute gibt. Die Menschen haben ja alle füreinander gar keine Zeit. Früher, wenn ich an diese Lehrer denke, die da zu meiner Mutter gelaufen sind und gesagt haben, das Kind muss Sängerin werden, ich glaube, dafür hat heute gar keiner mehr Zeit. Und dann natürlich die Anfängerjahre, bis es so weit kommt, dass man mal im Radio singen darf und so. Also ich sage sehr oft, ich glaube nicht, natürlich, wenn ich jetzt wieder jung wäre, sähe ja alles anders aus, aber im Nachhinein zurückgeblickt, nein. Würde es nicht mehr machen. Sind die Belastungen, die Ärgernisse zu groß auch? Also ich darf mich nicht beklagen. Ich hatte eigentlich nichts. Ich hatte sehr viel Glück auf diesem Weg. Das ist ja unbedingt nötig in diesem Beruf. Aber es gibt Ärgernisse, Neid, Missgunst und naja, Sie wissen, wie in jedem Beruf. Aber hier ist es besonders schwierig, finde ich, am Theater. Ja. Linkerten weiß nichts. Nein, nein, so spät kommt's, als ich schon drüben in seinem großen Land war. Doch ihr müsst ihm schreiben, es erwartet ein Sie, ihr hier eilt durch
Schönen Stimmfarbe. Ist das nun eigentlich für Sie der Hauptzweck des Singens? Eigentlich nicht. Also bei Richard Strauss schon, aber eigentlich nicht, weil für mich ist sehr viel wichtiger das Gestalten einer Rolle. Für mich ist eigentlich das Wort sehr viel wichtiger, weil wenn ich die Figur nicht auf die Bühne stelle, nutzt auch der schönste Ton nichts. Ich kam eigentlich immer sehr viel mehr vom Darstellerischen her. Aber natürlich muss die Stimme gepflegt sein und es muss jeder Ton stimmen. Ich weiß, was Sie meinen. Aber das Schwelgen alleine hat mir nie genügt. Gab es eine Lieblingsrolle, die auch heute noch sozusagen vor Ihnen steht, als die Erfüllung? Ja, da gab es zwei. Das eine war die Sophie im Rosenkavalier und das andere die Susanne im Figaros Hochzeit, mit der man natürlich auch alle Farben zeigen kann, die ein Schauspieler und ein Sänger haben sollte. Wie Anneliese Rottenberger zu einem Inbegriff der Rosenkavalier Sophie wurde, wie sie Puccini mit der ihr eigenen Leidenschaftlichkeit darstellt, so bietet sie einen Maßstab für Mozart Susanna in Figaros Hochzeit. Nicht nur in Arien, auch in Ensembles, in denen sie sich nahtlos einfügt. Es kommt, so die Ansicht eines bedeutenden Fachkritikers, zu einem Mozart-Singen, wie es sich schöner nicht denken lässt. Im Briefduett aus jener Mozart-Oper ist Gwyneth Jones als Gräfin die Partnerin der Rottenberger. Thank you.
sind eigentlich für die Entwicklung einer jungen Stimme die Dirigenten sehr entscheidend. Ich finde ja. Leider ist ja heute so, dass es genügt, wenn jemand brüllt, wenn die Stimme riesengroß ist. Ob sie schön ist, ist die zweite Frage. Ich hatte noch das Glück, mit Dirigenten zu arbeiten wie Karajan, die nun wirklich die Stimme in der großen Oper dominieren lassen, den Sänger, wie es ja eigentlich auch sein soll. Und Keilbert war ja, hat meine Arabella dirigiert, bei der ich die Zdenka war. Und es war ein reines Vergnügen, mit diesem Mann zu arbeiten, der dieses 105-Mann-Orchester oder was so in der Hand hatte, dass wir auch mit den kleinsten Pianotönen bis in den vierten Rang durchdringen konnten. Der hat zum Orchester gesagt, meine Herren, wenn Sie die Sänger auf der Bühne nicht hören, sind Sie zu laut, nicht die Sänger zu leise. Wo gibt's denn das heute noch? Ich meine, es war ein reines Vergnügen, mit diesem Mann das Duett mit der Lisa de la Casa zu singen. Er hat mitgeatmet und es war ein Schwelgen. Thank you.
Verständlich ist dieser Jubel um Lisa della Casas Arabella und Anneliese Rothenbergers Stenka. In dieser denkwürdigen Richard-Strauss-Wiedergabe unter Josef Kalbert in München schuf die Rothenberger ein Idealbild der Hosenrolle Stenka. Regie führte Rudolf Hartmann, einst Intendant der Münchner Staatsoper. Verständlich auch, dass Gedanken an jene Musteraufführung aufkommen, treffen sich die Rothenberger und Rudolf Hartmann zu einer Plauderei, hier zusammen mit Hermann Prey, oft Partner von Anneliese Rothenberger, und mit dem Pianisten Günter Weißenborn sowie mit ihrem Mann. Mit Arabella geben Sie mir ein Stichwort, da habe ich eine ganz lebendige Erinnerung an Sie. Ich? An Sie ganz persönlich. Wir hatten Premiere hier und am Schluss des dritten Aktes, da stand sie am Vorhang vorne und wartete auf das Herausgehen zum Applaus. Und ich habe sie so angeguckt und sie hat so nett hat sie ausgesehen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wissen Sie, Sie sind also wirklich ein ganz liebes Betthupferl. Worauf sie mich ganz groß und verdutzt anschaute einen Moment und dann schnurstracks kehrt macht und zu Ihnen gelaufen ist, zu Ihrem Mann. Ob das nun etwas Unanständiges war oder nicht. Nein, ich weiß noch. Und dann hat er zu mir hergeschaut und hat gegrint. Und ich habe zurückgelacht und dann war sie beruhigt und dann ist sie holdlächelnd das Betthupferl von Vorhang. Nein, ich weiß aber, warum Sie das gesagt haben, weil natürlich die Stenka am Schluss sie endlich wissen, ein Mädchen wird und im Nachthemd herunterkommt, ja. Die Szene beobachtend, und jetzt stand ich da im Nachthemd, da lag ja diese Bezeichnung nah, aber ich habe im Moment nicht gewusst, wie ich da reagieren soll. Er hat sofort begriffen und hat gelacht. Ah, das ist nett, hatte ich vergessen, aber es ist jetzt wieder aufgetaucht. Ja. Ist Ihnen wieder in Erinnerung? Ja, sehen Sie, ja, sehr das gut. Ist also wirklich mein größter Eindruck von Ihrer Arabella-Darstellung. Das ist allerdings sehr traurig. Ich habe ja leider, was ja immer mein Wunsch war, ich bin ja selbst auch noch nie dazu gekommen, um nochmal auf Arabella zurückzukommen, ja, dass die Mandrika zu singen. Du hast ja auch auf der Bühne nie, wie ich weiß, die Arabella gesungen. Arabella ist nicht gekommen. Wir haben nein, es ja nur im Fernsehen mal zusammen gemacht. Ja. Aber ihr wärt ein ideales Paar gewesen. Ja. Ja, was heißt gewesen? Vielleicht da möchte ich doch mal. Habt ihr einen Moment Zeit? Ja. Dazu trocken hier. Wohl sein. Ja, naja, Gott, das ist natürlich eine Hilfe. Da wollte er in Berlin Arabella singen, ne? Mhm. Und ich kriege plötzlich eine Einladung von der Staatsoper Berlin, drüben. Ja. Ne? Ja, Herr Prey und so weiter und so weiter. Ich habe gesagt, Gott, ich komme gerne mal hin und schaue mir das an. Ich war ja früher mal da engagiert, vor langen Jahren. Ja. Und die waren furchtbar nett und dann hat er abgesagt. Ja, ich habe vor der Rolle irgendwie auf der Bühne kalte Füße gekriegt. Ja. Aber Kalbert hat immer zu mir gesagt, Sie müssten den mal singen. Aber mit Kalbert hätte ich es mich auch getraut. Genau, das ist immer entscheidend, ja, wer am Pult sitzt. Ja, wer das dirigiert. Ja. Und auch mit Ihnen, weil ich ja weiß, wie das war. Ja, ich habe ja das x-mal gesehen mit Fischer Disco und mit der La Casa und mit dir. Da hätte ich nahtlos einsteigen können. Aber das gibt es nun leider im Moment nicht mehr. Nein, das sage ich ja. Das ist so wichtig, wer da sitzt und wer einen leitet und wer an einen glaubt. Und das spielt alles. Man kann schon mal die Peripherie überschreiten und mehr leisten, als man an für sich, was man machen sollte, wenn man die richtigen Förderer dazu hat. Ganz genau. Ja, das ist aber auch die wichtigste Aufgabe eben überhaupt eines Theaterleiters, nicht wahr? Und Mut zu machen, wo vielleicht noch der innere Absprung fehlt. Nicht? Ja. Nun setzt das allerdings etwas voraus. Und das muss ich Ihnen beiden nach so langen Jahren attestieren. Den wirklichen, bemühten, künstlerischen Ernst, die Überzeugung und die Lust zur Arbeit. Und Sie beide ganz gleich, haben sich Ihre Laufbahn durch Ihre Begabung und vor allem aber auch durch Ihren unablässigen Fleiß wirklich verdient. Also das kann ich Ihnen hier an dich attestieren. Ja, ich glaube, ohne geht es eben auch gar nicht, nicht? Also eigentlich ist die Voraussetzung natürlich das Talent, aber wenn man nichts noch dazu tut und Opfer bringt und arbeitet wie ein Bär, dann bleibt es stecken. Hast du nicht mal in einer deiner Sendungen gesagt, irgendwie so einen Satz, dass zu einer Karriere drei Dinge gehören? Arbeit, da
Das zweite ist Arbeit und das dritte ist wieder Arbeit. Ja. Das ist genau. Und das ist es im Grunde genommen. Ja. Nee, aber das ist, diese Arabella, da komme ich immer wieder drauf zurück. Also mit dem Hermann, dass das nicht geklappt hat und mit mir zusammen, das ist wirklich ein großer Jammer. Ja, das wäre es gewesen, ja. Ja, echt. Ja. Aber ich hätte so gerne von Ihnen, weil Sie doch noch mit dem Richard Strauss gearbeitet haben, ihn doch jahrelang gekannt haben, gewusst, wie er eigentlich diese Figur gesehen hat, die Arabella. Weil ich da verschiedene Auffassungen von Kolleginnen kenne. Ja, und er war auch gar nicht einig zunächst mit dem Entwurf und mit der Dichtung von Hofmannsthal. Er hat auch zum Beispiel mit dem Mandrika merkwürdigerweise im Grunde genommen zuerst nichts anfangen können. Bis er dann auf diese dann von ihm benutzten folkloristischen Melodien gekommen ist und dann hat ihn das plötzlich gepackt. Nicht? Ja. Und die Arabella selbst, die war ihm zunächst zu oberflächlich. Zu kühl. Zu kühl. Ja, ich habe das in einem Brief an Hofmannsthal gelesen. Er hatte also andere Frauenvorstellungen und so weiter. Er hat immer mal so ein bisschen rumgemault. Und da ist es auch gekommen mit dem Duett. Nicht? Ah, im ersten Mal. Und mit der da hat es dann gezündet. Nicht? Mhm. Und da kam es ganz groß. Nicht? Ja. Wunderbar. Ach, ja. Na, fantastisch. Diese Duette da drin sind ja natürlich die Leckerbissen. Ja. Er hat gesagt, es passiert einem schon, dass man sich in eine Frau verliebt. Aber bei der Arabella, da ist bei mir langsam gegangen. Sie will mich haben. Gibt für mich, dir will.
und Nacht. Zur Schlafenszeit wärst du ein Mädchen aus den Dörfern, einem meinigen. Du müsstest mir zum Brunnen gehen, hinter deines Vaters Haus, und klares Wasser schöpfen, einen Becher voll, und mir ihn reichen vor der Schwelle, dass ich dein Verlobter bin. Vor Gott und vor den Menschen, meine Allerschönste.
das sind diese schönen Operngeschichten. Jetzt wollte ich aber natürlich mal, wenn ich schon den Günther Weißenborn hier habe, so gern fragen. Du, Günther, wie empfindest du das jetzt als Begleiter? Du hast ja auch Opern dirigiert. Aber wie empfindest du das, wenn ein Opernsänger Lieder singt? Ich meine, ist das für dich ein Stilunterschied zu Leuten, die nur Liederabende singen? Oder hast du auch ein paar Opernsänger, die das so machen, dass du einverstanden bist? Nicht unbedingt. Also das ist... Ich kenne Opernsänger, die wunderbar Lieder singen. Aha. Aber ich kenne keine Liedersänger, die auch Oper singen können. Oh, das ist ja verblüffend. Das hätte ich ja nicht gedacht. Das ist einfach rein von der Technik, von der Art des Singens. Mhm. Alle Leute, die mit der kleinen Form arbeiten, gehen dem großen Forte aus dem Wege. Ach so. Und das ist in der Oper im Grunde genommen eigentlich ein sehr tragendes Element. Ja. Ja, das, heute das leider viel zu viel. Viel zu viel. Heute viel nur zu, noch fast. Viel zu viel. Ja. Aber ich finde doch, dass man auch im Liedgesang oft Forte-Sachen erfüllen muss. Ja. Naja, natürlich eben reduziert relativ. Es kommt darauf an, das Lied ist in seiner Breite enorm gespannt. Nicht? Vom Heidenröslein bis zum Rattenfänger oder bis zu den großen Sträußen, die du singst. Ja. Oder der Hermann, ja. Irgendwo müssen wir die Ballade ja auch einbeziehen. Ja, natürlich. Ja. Und zu der Ballade, wir haben sie ja auch mal zusammen gemacht. Ja, natürlich. Da muss man stehen, ne? Das ist innerlich einfach dazu. Da ist man genauso engagiert, finde ich, wie bei einem Opernabend. Wie du mal so schön gesagt hast bei einer Aufnahme in Köln, da haben wir die Uhr aufgenommen. Ja. Die uns natürlich ein bisschen weit entfernt ist. Ich ja. Muss den Schluss nochmal machen und nochmal und ein drittes Mal und... Dann hast du, jetzt war's. Ja. Hast du ein Taschentuch genommen, hast dir eine Träne gewischt. Ja, man muss nur dran glauben. Ja, das ist was Wahres. Es ist so. Man muss dazu stehen. Romantik gehört nach wie vor in die weitgespannten Programme Anneliese Rothenbergers und Günther Weißenborns. Wie bei einem Liederabend im Schwetzinger Rokoko-Theater im Jahre 1981. Robert Schumanns Volksliedchen sei als Beispiel auch für vollendete Textdeklamation bei dieser exemplarischen Sängerin herausgegriffen. Wenn ich früh in den Garten gehe, in meinen grünen Hut, ist mein erster Gedanke, was nun mein Liebster tut. Steht kein Stern, den ich dem Freund nicht gönnte. Mein Herz geb ich ihm gern, wenn ich's heraustun könnte. Wenn ich früh in den Garten geh, in meinen grünen Hut, ist mein erster Gedanke, was nun mein Liebster tut, ist mein erster Gedanke, was nun mein Liebster tut. Man kann Anneliese Rothenbergers Interpretationen kritisieren, wie jede künstlerische Leistung. Man wird aber bei ihr stets eine musikalische Erfüllung und eine menschlich bewegend passionierte Gestaltung feststellen müssen. Und diese Sängerin versteht es wie kaum einer neben ihr, die Kluft zwischen der unterhaltenden und der ernsten Musik zu überbrücken. Auch von hierher ist die Rothenberger eine für unsere Zeit wesentliche Künstlerin, eine faszinierende Sängerin mit einer unverwechselbaren wie charaktervollen Stimme. Mit einer Stimme für Mozart, Prüfstein des Könnens und des Herzens immer noch, wie mit der Rosenarie Susannas aus Figaros Hochzeit zu bestätigen ist. Sehr wohl auch in jenem Sinne, den Anneliese Rothenberger als Ziel ihrer Tätigkeit selbst so benennt. Wenn ich als Sängerin die Möglichkeit habe, Emotionen künstlerisch überhöht so mitzuteilen, dass es die Menschen berührt, erschüttert oder beglückt, dann empfinde ich das als Erfüllung meines Lebens. Musik.
zu sorgen.